Ihr merkt auch, das sind ein paar Lieder, die so ein bisschen, ich sag mal, ruhiger sind und ein bisschen, wie nenne ich das? Das sind Lieder, die könnte man so auch auf dem Zirkus spielen. Wisst ihr, wie ich das meine? Das finde ich irgendwie witzig. Schade. Aber irgendwie haben die auch so einen kleinen spooky Hintergrund, so, ne, die Lieder. Ich finde die voll gut. So für den Hintergrund sind die auf jeden Fall perfekt. Ich habe immer so viel am Arsch kleben, aber sobald ich zu den Türmen laufe, lassen die alle ab, ne? Mistviecher. Na, ah, diesmal nicht. Ich habe meine Aliens gerne gelasert und nicht halbiert. Na, gib's zu, das Lied habt ihr nicht erwartet. Ich fand das irgendwie sau witzig. Ach, köstlich. So, weitere Mauerstücke bitte. Von 44 neue Lieder. Ja, ich habe mir echt lange Zeit genommen dafür. ich zieh mal kurz die andere Rüstung an. Alter, wo kommt der Schwung denn? Ihr habt das gesehen? Alter. Nein, ich habe die Roboter angelassen. Ah, es ist einer gestorben. Tja, das ist schade. Sehr belastend. Ein großer Verlust. Wir bedauern ihn sehr. Machst aber nichts. Tja. Oh ja. Das sind Kollateralschäden. So. Ja, hier können wir ruhig schon das... War da noch ein Wurm? Toll. Zack. Was war denn das? Die gehen runter, machen nur die untersten drei rein, sonst gar nichts. Und dann den Rest. Das war ja komisch. Die bauen alle immer so weird irgendwie. Das ist die Musik. Da würde mich auch gerne mal eure Meinung zu interessieren. Findet ihr solche Musik auch ganz witzig oder ist die so übelst nervig? Ich finde die irgendwie geil. Ich habe schon einmal gehört, einmal gelesen. Ich habe natürlich auch den einen oder anderen Zuschauer, der findet die Standardmusik von Factorio ziemlich gut. Was ich auch nice finde, oh Gott, auch ziemlich nice finde. Aber vergesst dabei nicht, ich spiele schon seit über 800 Stunden. Und davon sind 100 oder 200 halt ohne die Ingame-Musik. Und ich muss zugeben, ich finde so externe Musik mittlerweile schon fast angenehmer als die gleichen 2-3 Soundtracks, die sich im Spiel wiederholen. Hat man einfach irgendwie noch was nebenbei zu hören, weiß ich mal so. Weil die Factorio-Musik ist nice, keine Frage, aber irgendwann bist du froh, wenn du mal was anderes hörst. Alter, da wurde aber was zerstört, du.
Hier ging ab, du. Es sind viele Nester hier. Ist gefährliches Pflaster hier. Alter, sind das viele. Oh mein Gott. Okay, hier werde ich ein bisschen brauchen auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Ich habe gerade selber meine Türme abgeschossen aus Versehen. Egal. Na komm, reparier. Hallo. Also manchmal sind die komisch, die Roboter. Gut. Mach kaputt. Jetzt mal ein bisschen mehr Lauffläche da, weißt du? Mir fällt gerade auf, ich war schon seit übel langer Zeit nicht mehr in so einem richtigen Zirkus. Alter, was ist denn da jetzt passiert? Aufgegangen gerade. Lol. Okay. Hier passieren gerade eine Menge komische Dinger. Interessante Moves auf jeden Fall hier. Das war zwar sehr frontal, aber ich musste es versuchen, da ein bisschen Schaden anzurichten. So. Okay, die Nester sind fast kaputt. Das ist sehr, sehr gut. Einmal ganz kurz reparieren. Roboter aus. Speichern. Oh wei, oh wei. Das dauert noch ein Stück jetzt, bis alles kaputt ist da oben. Jupp. Jupp, jupp. Sehr schön. Das Lied ist sehr leise. Aber ich kann jetzt nicht für jedes einzelne Lied die Lieder lauter und leiser machen. Also lassen wir es einfach so. Nein! Oh! Alter, war das knapp. Die haben mich fast zerschnitten. Wieso ist denn hier die Mauer kaputt, lol? Krass, gleich gesehen. Scheißviecher, ey. Naja. Besser jetzt gesehen als nie, ne? Hm. Naja, gut, komm. Das war wunderschön. Das sind echt viele Gegner. Hallo, nicht alle ablassen. Herkommen. Nein, aber noch ein Nest. Ja, ich hab's getroffen. Ich hab das Nest da oben auch mal gleich kaputt machen. Das dürfte weit genug weg sein. Weil so ein großes Nest will ich jetzt mal vermeiden. Also nicht, wenn es unbedingt nötig ist. Nicht, wenn es nicht unbedingt nötig ist. So, kurz den Anzug wechseln. Und natürlich speichern, selbstverständlich. Ich finde es immer cool, wenn man die Dinger, die Wegtürme wegnimmt, dass einfach so ein Quadrat übrig bleibt, wo nichts drin ist und außenrum die Monster sich stapeln. Oh lol, die verschwinden gerade, hab das gerade gesehen, da war gerade einer am Desintegrieren. Ist ja witzig, dass man es auch wirklich so richtig sehen kann, wie die sich so auflösen, so weg sind so. Wobei ich das witzig fände, wenn die so ein Verrottungsgrad hätten und nicht aber nur verschwinden würden. Weiß ich, wenn sie so nach und nach quasi zerfallen und irgendwann weg sind. Das wäre ganz witzig. Naja, gut. Gut. Dann Mauer bauen. Zack. Achso. Sollte man natürlich anschalten.
Es sind noch ein paar Epic-Lieder drin, die einfach nur sehr schön sind, finde ich. Ich wollte eigentlich ursprünglich klassische Lieder mit reinnehmen, aber da war ich mir nicht sicher, weil es gibt zwar auch echt nice klassische Lieder, aber es gibt halt auch sehr viele klassische Lieder, die neu aufgenommen wurden und durch den neu aufgenommenen, durch dieses Detail, dass es neu aufgenommen wurde oder von irgendwem neu produziert wurde, ist wieder ein Copyright drauf durch diese Person, was total dumm ist, meiner Meinung nach. Naja. Ist auch egal. Ist halt nur ein bisschen doof. Aber es gibt ein paar echt sehr nice klassische Lieder. Ich würde überlegen, das Spiel mal irgendwie leiser zu machen von den Monstern her. Hab ich schon ewig nicht mehr gemacht eigentlich. Gibt's das überhaupt? Wir machen alles ein Stückchen leiser. Einfach mal so zum Testen. Zack. Hallo, wechseln bitte. Super. Und weiter geht's. Hier ist wenigstens mal ein bisschen Wiese, mal endlich kein Wald. Sehr angenehm. Ach, und ich habe übrigens ein Anime zu Ende geschaut. Also zumindest soweit es ging. Attack on Titan habe ich mir mal komplett angeguckt und innerhalb von 3 Tagen komplett durchgesuchtet. Da habe ich wirklich mir tatsächlich mal von Nachhilfe, vom Studium und von allen Aufnahmen für YouTube 2-3 Tage Zeit genommen und wirklich gar nichts gemacht und nur Attack on Titan durchgesuchtet. Weil ich da mal so übertrieben Bock drauf hatte. Das tat aber auch schon echt gut, du. Ist eine so nice Serie. Also für jeden, der irgendwie was mit Animes anfangen kann und die gerne gucken, so Attack on Titan definitiv auf die Pflichtliste setzen. Vor allem ist das witzig, weil von Staffel zu Staffel wirklich, es gibt mittlerweile 4 Staffeln, wobei die 4. Staffel in 3 Teile geteilt wurde. Und der 3. Teil dieser Staffel fehlt noch. Der soll angeblich irgendwie Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres kommen. Laut dem Google-Ergebnis von mir, keine Ahnung. Gibt's auf jeden Fall. Danach... Also es gibt jetzt erst noch einen Teil so, ein paar noch und dann ist Ende. Und für euch jetzt kleine Info. Jede Staffel ist einfach komplett unterschiedlich zu der davor und trotzdem irgendwie gleich. Wie genau ich das meine, kann ich euch schlecht erklären, ohne zu spoilern. Aber ich sag mal so viel. Es war schon in der ersten Staffel echt geil. Auch vom Konzept her, von der Idee Attack on Titan, alles. Und die Szenen waren einfach brutal und echt so nice, ja. Und dennoch ist jede Staffel nochmal eine komplett andere Sache, wodurch auch die vorherigen Staffeln nochmal ganz anders werden. Es ist schwierig zu erklären, wie ihr es sonst noch... ja, ich kann es nicht ohne Spoiler erklären, aber gönnt's euch auf jeden Fall bitte. So nice diese Serie, so nice. Echt jetzt? Muss das? Tut das denn nötig, hier rüber zu schießen? Ey, du Schweine, aufhören da. Um 9 wird zurückgeballert. Oh Gott, was ist denn hier los? Oh. Was ist denn da? Ich hätte auf die Karte gucken sollen. Alter. Da war plötzlich einmal alles. Okay, umlaufen ist nicht drin. Habe ich verstanden. Sorry. Na komm, lad schon. Einmal alles töten lassen. Boah, einfach durchlaufen. Das war für die Laser richtig gut. Nein, ich habe die Roboter angelassen. Das ist RIP für viele Roboter. Ja, 5 Roboter sind draufgegangen. Mein Fehler. Ich setze mir die Taste mit den Robotern vielleicht doch mal irgendwo. Alt-R ist mich eine richtig beschissene Kombination irgendwie. Hör, geht gar nicht. Alt-Taste plus R? LOL. Dadurch kommt ein Overlay. Von Nvidia. Ja, lol. Die Tastenkollision kannte ich ja noch gar nicht. CPU- und GPU-Nutzung erstmal schön bei 20%. Gönn dir. FPS 59. Irgendwie ist das limitiert auf 60. Frag mich nicht warum. Oder ist, weil die Karte so groß? Ich habe keine Ahnung. Na, ist doch egal.
Ist ja witzig, dass es mit Alt-R so geht. Cool. So, meine Freunde, wer will sterben? Alle? Hey, bitte hinten anstellen, ja? So, kurz die Reste wegschneiden. So, das passt. Oben kurz die zwei Nester wegmachen. Kurz reparieren, dann speichern. Zack und zack. So. Ja, so kleine Nester, das können gern überall sein. Weißt du, was auch übelst klug wäre, wenn man Factorio spielt? Das hätte ich eigentlich von Anfang an machen müssen, aber das kannst du ja vorher nicht wissen. Also hätte ich schon wissen können eigentlich. Man hätte eigentlich ganz, ganz, ganz am Anfang dieser Karte schon diesen Mod machen müssen zum Aufdecken. Und dann wirklich so schnell wie möglich zu Mauern rushen und einfach eine Wand mit Lasertürmen dahinter ziehen. Nichts anderes, einfach nur eine Wand, eine einzelne Wand mit einer Lasertürmreihe hintersetzen, um schon direkt so ein schönes Gebiet abzustecken. Und am Ende einfach nur die Mauer drüber bauen. Dann sparst du das komplette Reinigen des Gebiets, weißt du? Aber da habe ich nicht drüber nachgedacht. Boah, ich muss mal ganz kurz eben... Auf die Nase, das ist nicht gut. Aber warum? Boah, das ist übrigens, ja, von wegen, weißt du, vor 3 Wochen sagen die, es wird für 2 oder 3 Tage ein bisschen heiß, so über 30 Grad, bis hin zu 35. Danach kühlt es aber wieder ab. Das war vor 3 Wochen und heute sind immer noch 33 Grad angenehm.